Hallo alle, die gerade zuschauen im Twitch-Chat oder im Discord. Ich bin Melle oder Karamelle, das ist mein Twitch-Kanal, auf dem ich auch ab und an zeichne oder Spiele spiele. Heute zeichne ich diesen Wallpaper, wie ihr jetzt hier sehen könnt, zum Internationalen Tag der Asexualität. Und deswegen machen wir heute auch dieses schöne Collab mit Inspektrin. Und genau, das war's zu mir und ich gebe dann mal weiter und beginne so langsam mit den Zeichnen. Viel Spaß. Danke, Melle. Karamelle, mein Name ist Finn. Ich bin aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Ich bin das Tenna. Ich bin aus dem Saarland, bin 40 geworden gerade, bin asexuell und zeichne für den Inspektrum-Podcast die ganzen Folgenillustrationen. So, und wer möchte denn als nächstes? Delphine wollten wir, ne? Stell du dich auch mal vor. Ja, hi, ich bin Delphine. Meine Pronomen sind MMs. Ich bin 25. Komme aus NRW, also Deutschland, bin weiß und Aro Ace, Agent of Flux. Giselle, ich bin 21, ich komme auch aus Deutschland und NRW, ich bin auch Aro Ace und nicht binär und ich bin weiß. Genau, aber ich bin nicht Agent oder so, sondern einfach nicht binär und für mich sind alle Pronomen. Genau. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich bin Noah. Ich bin asexuell, demiromantisch, aplatonisch und ich komme aus Sachsen-Anhalt und bin 34 und weiß und ich glaube, das reicht erstmal. Jo. Ja, das reicht vollkommen. Und ich glaube, wo wir gesagt haben, wer wir alle sind, erzählen wir kurz mal, was genau Inspektrin ist und was wir sonst so machen, wenn wir nicht gerade technische Probleme haben bei einem Twitch-Livestream oder in einem Twitch-Stream rumhängen. Möchte wer von euch erzählen, was tun wir, wer sind wir, warum sind wir zusammen hier? Wenn du magst, ich kann das gerne übernehmen, weil ich habe die Seite gerade offen. Wir haben tatsächlich am 23. Juni 2021 die Nullerfolge von unserem Podcast ausgebracht. Also wir sind jetzt bei 39 Folgen und wir podcasten halt über Themen auf dem asexuellen Spektrum, Themen auf dem aromantischen Spektrum und setzen uns damit so Fragen auseinander wie, was ist sexuelle Anziehung, was ist romantische Anziehung? Welche Probleme haben Menschen auf dem Aceback vielleicht im Alltag? Also sowas halt. Genau. Und wir haben tatsächlich aktuell ein Kernteam von 14 Leuten und ganz, ganz viele Leute im Hintergrund, die uns bei Schnitt und diversen anderen Dingen wie YouTube-Untertiteln helfen. Ja. So. Genau. Und ich glaube, bevor wir zum Thema kommen, sollten wir mal kurz das Bild beschreiben. Melle, kannst du das Bild mal ein bisschen in Vollansicht zeigen, vollständig? Ja, ja, genau. Also da sieht man das Bild nochmal in voller Ansicht. Ich fange mal an, kurz darüber zu reden, was man sieht. Also wir haben hier die Maskottchen von Inspektrin, AC und Aaron, so ein bisschen im Vordergrund. Und genau, da, wo sie drauf sitzen, sind quasi unsere Flaggenteppiche. Das heißt, da werde ich später noch die verschiedenen Flaggen der Asexualität reinmalen quasi. Und genau, wir haben natürlich noch andere Charaktere im Hintergrund. Und das werden dann alles schöne, viele bunte Flaggen werden. Und ja, genau. Das ist so ungefähr, was man auf dem Bild sieht. Und gerade fange ich mit den Ausmalen an. Die Outlines haben wir schon vorbereitet, weil wir nicht wussten, wie es zeitlich passt. Und genau, ja. Ich werde eine ganz kleine Ergänzung machen.
Das wären nicht nur Flaggen aus dem asexuellen Spektrum, sondern es sind auch Flaggen aus dem aromantischen Spektrum mit bei und eine Aplatonik-Flagge. Also insgesamt A-Spec nennt man so diese ganzen Spektren zusammen. Es wären A-Spec-Flaggen. Ich glaube, das passt noch ein bisschen besser. Aber das sieht man dann. Für die Ergänzung. Kein Ding. Ich sag schon mal danke an alle Follows, die hier noch reinfolgen. Freue ich mich drüber. Und ich denke mal, ich werde nicht so viel reden jetzt in diesem Stream. Hört den Profis zu. Ich bin hier hauptsächlich fürs Malen gerade dabei. Okay. Getz fragt gerade, ob wir was dazu sagen möchten, wie die Bildidee und die Outline entstanden sind. Ja, wie ist denn das entstanden? Eigentlich hast du gemalt und irgendwie hat irgendeiner von uns gesagt, oh, sieht aus wie fliegende Teppiche. Ja, basically, wir wollten über die Idee sprechen und ich habe nebenbei halt gekritzelt und dann kam so ein bisschen sowas raus. Und dann haben wir so diese Idee entwickelt und ja, das ist jetzt im Endeffekt das Ergebnis, was dabei rauskam. Hm. Ja, also ich glaube sogar, wir konnten das dann auch ganz gut mit dem, also mit der Ankündigung des Streams dann, also mit einem SharePick verbinden, weil ja, wenn das nämlich so ein Rennen ist mit fliegenden Teppichen, konnten wir dann auch so, also wir haben im SharePick so eine, wie heißt das, so eine Startampel eingebaut in den Farben der asexuellen Flagge. Also oben schwarz, dann grau, dann weiß und dann lila. So nach dem Motto, in einer Woche geht's los. Ja, das hat sich wunderbar zusammengefügt, finde ich. Ich finde das halt auch unheimlich schön, wie du da auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Figuren da rumschwirren. Das sieht aus, als wäre der Himmel echt voll. War auch der Plan dabei so ein bisschen gewesen. Schön vollgestopft und das wird schön bunt, das Bild. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ich mal gern bunte Sachen. Im Chat hat sich vorhin jemand gewundert, dass, also weil ich ja erwähnt habe, dass wir jetzt mittlerweile 14 Leute im Kernteam sind. Ich wusste gar nicht, dass ihr inzwischen so viele im Spektrum-Team seid. Und Getz hat dazu geschrieben, dass neue Leute uns immer willkommen sind. Das ist also das stimmt. Also wir brauchen ganz dringend ganz viele Leute für den Schnitt. Aber auch allgemein, ihr müsst nicht auf dem A-Spec sein. Wir nehmen alle, die Bock haben. Oh, wow. Ja, natürlich. Und für Social Media, wenn wir schon vom Schnitt reden. Ja, das stimmt. Wir sind vielleicht 14 Leute, aber wir haben auf jeden Fall keinen Mangel an Zweck, was wir tun müssen. Also, da vielleicht mal was. Wollen. Nee, also Arbeit finden wir immer. Ja. genau, ach, noch ein kleiner Hinweis. Wenn irgendjemand Fragen hat zum Thema Asexualität oder Fragen zum Podcast, immer raus damit. Also, wie gesagt, wir lesen die Fragen gerne vor. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Namen genannt werden, dann packt ihr das Sunglasses oder also das Sunglasses-Emoji dabei. Genau, also vielleicht sind ja einige hier dabei, die das Thema noch nicht so kennen. Also die Leute auf Discord kennen das Thema, aber hier auf Twitch könnte das die ein oder andere Person vielleicht noch nicht so wissen oder noch nicht so in Berührung gekommen sein damit. Genau, und dieses Emoji lässt sich machen mit einem großen B und der Klammer zu, auch relativ einfach auf Twitch. Dankeschön, ja. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Thema. Solange noch keine Fragen sind, ja. Genau. Alles gut. Ja, dann würde ich mal sagen, für alle, die das Thema vielleicht noch nicht so gut kennen und die auf Twitch zusehen, sollten wir vielleicht erst einmal darüber reden, was Asexualität eigentlich ist. Also, was wäre die Definition davon? Üblicherweise, und ihr verbessert mich eh, wenn ich irgendeinen Blödsinn rede jetzt, passiert ja manchmal, sollte eigentlich nicht passieren in dem Fall. Asexualität, die Definition wäre zu sagen, eine Person, die asexuell ist, empfindet keine bis kaum sexuelle Anziehung, beziehungsweise, also und oder hat
kein oder kaum Verlangen nach sexueller Interaktion, aber es können sich auch Menschen als asexuell bezeichnen, die aus einem anderen Grund den Begriff für sich hilfreich finden oder eben für die der Begriff einfach das Leben oder ihr Erleben gut beschreibt. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und rund um diesen Pol, also Menschen, die nicht asexuell sind, kann man üblicherweise, da gibt es den Begriff allosexuell als Gegenbegriff. Und nicht alle Menschen sind entweder asexuell oder allosexuell, sondern es gibt auch ein sehr breites Spektrum dazwischen. Ich habe vorher gesagt, dass ich Grey Ace bin. Das bedeutet quasi, dass ich mich auf dem Spektrum dazwischen in der Nähe von Asexualität, ich kann nicht mehr reden, verorte und mein Erleben dort sehe. Aber dieser Graubereich rund um Asexualität ist sehr vielfältig und kann und beinhaltet sehr viele Arten, sexuelle Anziehung zu empfinden oder auch Bedürfnis nach Sexualität zu empfinden. Ja, genau. Will jemand ergänzen? Ich weiß nicht, du hast ja Allosexualität erwähnt. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, der Begriff ist eigentlich entstanden, damit man nicht diese Wir-zu-den-Abgrenzung hat. Also, weil sonst müsste man ja sagen, wenn wir von uns sprechen, die Asexuellen und die Nicht-Asexuellen. Und das klingt irgendwie blöd. Und deswegen ist der Begriff Allosexuell, Allo, also die Vorsilbe Allo entstanden. Die kann man halt mit Sexualität oder auch mit Romantik oder wie auch immer kombinieren. Da meint man eben alle Menschen, die bei allosexuell, die eben irgendwie sexuelle Anziehung empfinden, ob man dann nun hetero oder bi oder pan oder homo ist, das ist dann egal. Tatsächlich, also ergänzend möchte ich da noch hinzufügen, was, also der Begriff wurde auch, also auch deswegen geprägt, aber auch tatsächlich, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, zu sagen, ja, die Asexuellen sind quasi die einzigen, die benannt werden müssen und markiert werden müssen, sozusagen mit einem Begriff, und alle anderen sind normal, in Anführungszeichen. Na, also das Problem hat man ja auch bei Trans und Cis, bei Hetero und Homosexuell. Na, also das, damit halt nicht irgendwie eine Gruppe als die Normalen hingestellt werden kann und die anderen als die Abnormalen, sozusagen. Also das ist auch eine Form von diskriminierungsfreier Sprache. Das kommt da, spielt da auch noch mit rein. Aber da gab es natürlich auch damals, als das aufkam, das war glaube ich 2011 rum, wurde dann halt darüber diskutiert, welchen Begriff nehmen wir, und allosexuell hat sich dann halt mehr oder weniger durchgesetzt. Gab es halt auch ganz, ganz viele Diskussionen von Leuten, die halt, die wir jetzt als allosexuell bezeichnen würden, und die dann halt auch gesagt haben, aber wir sind doch aber dann eigentlich normal, ne? Und viele, viele queere Leute haben halt dann auch ein bisschen Angst gehabt, dass sie dann mit nicht queeren Leuten halt auch in einen Topf geworfen werden, und es gab ein bisschen Knatsch damals, teilweise heute noch, aber mittlerweile haben sich die meisten auch ein bisschen dran gewöhnt. Selten mittlerweile, glaube ich. Ja, ja, selten. Also das war in den Anfangsjahren, war es schon so, in den ersten 3, 4, 5 Jahren habe ich gelesen, war das wohl sehr viel krasser. Also da gab es dann richtige... heute scheint es ja zumindest niemanden zu interessieren. Bitte? Heute scheint es ja zumindest niemanden zu interessieren. Also auch wenn irgendjemand mal was sagt, dann ist es den allen eben egal. Ja, das ist den meisten mittlerweile egal. Was ja auch ganz gut ist in dem Fall, weil dann eben nicht, wie du gesagt hast, nicht einfach nur bestimmte Leute herausgestellt werden, eben als unnormal, und das soll ja vermieden werden. Genau, richtig. Ja. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem immer noch Leute, die sich genau, also die sich halt gegen den Begriff wehren, und die, also genauso wie es immer noch Leute gibt, die sich halt dagegen wehren, als cis bezeichnet zu werden, obwohl sie es halt de facto sind. Ja, die hast du immer dabei.
Das ist wahr. Du hast ja vorhin das Grau, also den Graubereich erwähnt, Finn. Wollen wir da ja, noch mal so ein bisschen drüber reden, was geht. Da so... Ja, klar, können wir. Was, genau. Also ich glaube, das größte Label in dem Bereich, das verwendet wird, habe ich eigentlich schon erwähnt. Mhm. Das wäre grausexuell bzw. grauasexuell. Das ist der Begriff, den ich eben auch verwende, um mein eigenes Erleben zu beschreiben. Und der umfasst ganz viele oder kann ganz viele Erfahrungen in dem Graubereich auch umfassen. Zum Beispiel können sich Personen als Grey Ace bzw. grausexuell bezeichnen, die kaum oder sehr, sehr selten sexuelle Anziehung empfinden oder einen Wunsch nach sexueller Interaktion oder auch Personen, die das nur sehr, sehr schwach erleben oder sehr unbeständig. Es gibt aber auch Personen, die den Begriff verwenden, weil sie zum Beispiel sich schwer tun oder es für sie unmöglich ist, sexuelle Anziehung von anderen Anziehungen zu trennen oder zu benennen. Oder weil sie nicht wissen, was das ist und ob sie das empfinden oder nicht. Genau. Aber auch noch ganz viele andere. Ach ja, unter bestimmten Umständen wäre vielleicht auch noch erwähnenswert. Genau. Ja. Da könnte ich gleich weiterreden, wenn ich soll. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ja, genau. Bei unter bestimmten Umständen wäre nennenswert, dass der Begriff demisexuell bzw. demi, das ist ein Begriff, der von Menschen verwendet wird, um zu die quasi beschreiben möchten, dass sie sexuelle Anziehung nur unter bestimmten, also nur eben unter einem bestimmten Umstand empfinden können, und zwar, wenn sie vorher eine emotionale Bindung aufgebaut haben zu der Person, auf die Anziehung sich richtet. Das heißt, da muss erst eine Bindung da sein und nur unter diesen Umständen kann das überhaupt entstehen. Das heißt jetzt nicht, dass eine Person davor nicht in der Lage ist, sexuelle Handlungen durchzuführen mit irgendeiner Person, aber das bedeutet eben, dass Anziehung erst dann entsteht oder entstehen kann und auch nicht zu jeder Person, zu der eine Bindung vorhanden ist. Wie diese Bindung ausschaut und wie schnell das entstehen kann, hängt dann jeweils wieder von der Person ab selber und kann dann auch sehr individuell sein. Noah, magst du vielleicht ergänzen? Du bist zwar nicht demisexuell, aber zumindest demiromantisch und kannst den Begriff vielleicht... Ja, also wie gesagt, ich kann es halt dann eher von meiner Seite erklären. Man muss es dann nur eben auf sexuelle Anziehung ummünzen. Also bei mir ist es so, dass ich in meinem Fall, wie gesagt, romantische Anziehung empfinde, ist so, dass ich wirklich eine starke Bindung aufbaue. Es entsteht quasi nur aus Freundschaften bei mir. Und ich glaube, bei vielen demisexuellen Leuten ist es ähnlich. Es braucht erstmal wirklich eine Art freundschaftliche Basis, eine Vertrautheit, eine emotionale Enge. Ich weiß nicht, ob da wirklich schon eine Bindung entstehen muss. Zumindest bei mir entsteht die Bindung ja erst durch die romantische Anziehung so richtig. Aber ist egal. Auf jeden Fall muss eine Vertrautheit da sein und man muss sich irgendwie kennen und dann kann das kommen. Passiert bei mir mit äquivalent sensueller Anziehung. Ich bin normalerweise kein sehr großer Fan von Körperkontakt. Wenn ich aber, ich sag mal, in der Hinsicht bin ich auch Demi, wenn ich dann jemandem wirklich vertraue und so weiter, dann kommt es auch mit der Zeit, dass ich eventuell Lust habe, auch mal die Person, also zu umarmen oder so, was ich sonst nicht mag, dass ich das dann irgendwann auch schön finde. Und äquivalent könnte man das dann eben auf sexueller Ebene dann sagen, dass dann eben auch vielleicht die Lust dann eben entstehen kann, mehr zu machen. Nur, ich kann es nicht ganz nachempfinden, weil ich bin wirklich asexuell, da ist bei mir nichts. Jo, auf der Ebene. Genau, aber was es auf romantischer Seite gibt, gibt es eben auch auf dem sexuellen Spektrum. Genau. Noah, du hattest gerade sensuelle Anziehung in den Ring geworfen. Ach ja. Eine andere Art von Anziehung. Vielleicht, also diejenigen, die, wie gesagt, sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, könnten etwas erschlagen werden, wenn wir jetzt anfangen, von verschiedenen Anziehungen zu reden. Deswegen sollten wir das vielleicht auch mal erklären.
was es damit auf sich hat. Also warum wir von verschiedenen Anziehungen sprechen und welche es da gibt. Und vielleicht hilft das ja auch der ein oder anderen Person. Ja. Ich beziehe mich vielleicht kurz gesagt auf das Split Attraction Model. Das Modell der geteilten Anziehung wird im ASPEC gerne genutzt, weil es ist wirklich nur ein Modell, aber es kann halt funktionieren, wenn man feststellt, gewisse Dinge mag ich oder gewisse Sachen ziehen mich an und gewisse Dinge tun es nicht. Das ist zum Beispiel für mich als asexuelle, aber demiromantische Person ziemlich wichtig, weil ich gemerkt habe, ich verliebe mich. Es ist selten, aber ich verliebe mich. Und als weiblich gelesene Person verliebe ich mich tatsächlich auch, in meinem Fall hauptsächlich in männlich gelesene Personen. Zumindest war das bisher so. Ich kann nicht sagen, ob das sich vielleicht noch irgendwann ändert. Aber irgendwie, wenn dann das Thema Sex im Raum steht, dann ist bei mir der Ofen aus. Und da brauche ich halt eine Erklärung. Aber gleichzeitig mag ich ja auch mit der Person zum Beispiel kuscheln oder finde sie äußerlich ansprechend, die Person. Das ist dann, sind verschiedene Ebenen. Also die Hauptebenen, die wir beim Split Attraction Model trennen im Moment, also sind, korrigiert mich, wenn ich jetzt was vergesse oder ergänzt mich besser gesagt, sexuelle Ebene, romantische Ebene, sensuelle Ebene. Sensuell meint eben so das körperliche Kuscheln und so weiter. Also mit allen Sinnen erkunden, da gehören ja auch Gefühle dazu und ne, also Taste. Genau. Ja, genau. Die ästhetische Ebene, da würde ich aber auch sagen, also hauptsächlich ist es Sehen, ob man jemanden so ästhetisch ansprechend findet. Wir haben aber auch schon festgestellt, da kann ich unseren Podcast empfehlen, da sprechen wir mal über alle fünf Hauptarten in verschiedenen Folgen. Ästhetische Ebene, meistens meint es das Sehen, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, ich kann auch Stimmen sehr ästhetisch empfinden, gerne Leuten zuhören, also hat auch mehrere Ebenen und die platonische Ebene. Weil gerade da können die aromantischen Leute hier, glaube ich, mehr zu sagen, wobei ich ja auch auf dem aromantischen Spektrum bin. Aber eben, dass man eben auch platonische Anziehung empfinden kann zu jemandem. Aber das muss jetzt mal jemand anders, glaube ich, besser erklären, weil ich bin auch noch aplatonisch. Yay. Ja, ich glaube. Kann mal jemand erklären? Frank Delphine, magst du das erklären? Ja, also platonische Anziehung. Also bei mir zum Beispiel äußert sich das dann, dass ich Personen treffe, bei denen ich das Gefühl habe, mit genau der Person würde ich gerne befreundet sein. Das heißt, da gibt es so eine Anziehung, wie sie vielleicht manche von euch im romantischen Sinne oder so kennen. Also es ist eine spezielle Person oder spezielle Personen, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte, aber halt nicht im romantischen Sinne oder so. Und die ich auch sehr vermisse, wenn sie nicht da sind. Ich glaube, also einmal dieses, mit der Person möchte ich befreundet sein und das Vermissen sind so zwei Hauptmerkmale. Genau, und für manche Menschen ist es halt auch sehr hilfreich, diese Ebenen auseinanderzuhalten, weil es, glaube ich, mehr als einer, also kann da, oder mehr als einer Person von uns passiert ist, dass wir irgendwann mal in unserem Leben, als wir das so noch nicht wussten, an einem Punkt waren, wo es hieß, ja, ich empfinde jetzt die eine Anziehung und warum will ich jetzt die andere Ebene nicht oder so. Egal in welche Richtung das jetzt ging. Und vielen Leuten hilft das einfach auch, ihre Bedürfnisse zu klären oder Sachen besser zu kommunizieren und überhaupt erst verstehen, dass ich zum Beispiel jemanden sexuell anziehend finden kann, ohne die Person gleichzeitig auch romantisch anziehend zu finden. In meinem Fall jetzt. Ja. Was es halt auch helfen kann, ist gerade da im Alltag von den meisten eben dieses Split Attraction Model gar nicht angewendet wird, weil davon ausgegangen wird, dass das eh alles dasselbe ist. Ne? Also, dass wenn man sich verliebt, man automatisch auch Sex will, man automatisch auch kuscheln will, man automatisch auch dies und jenes. Dass
dass man dann, wenn man das nicht weiß, dass es verschiedene Arten von Anziehungen gibt, kommt man ganz schnell in die Situation, dass man sich fragt, was man mit einem falsch ist. Ne? Also wie soll ich sagen? Also ich gehe jetzt mal in meine Jugendzeit zurück, als diese ganzen Themen eben noch nicht diskutiert wurden, weil Prä-Internet ich in einer Gegend aufgewachsen bin, in der alle davon ausgegangen sind, bis zum Beweis des Gegenteils sind alle heterosexuell und alle werden irgendwann sich verpartnern und Sex haben und Kinder haben und heiraten und so. Und ich habe dann mitbekommen, dass alle anderen irgendwie, gefühlt alle anderen um mich rum, angefangen haben, sich anders zu verhalten und das Thema halt nicht nur auf theoretischer Ebene interessant zu finden und habe mich gefragt, was stimmt da gerade mit mir nicht oder was stimmt mit denen nicht? Weil ich wusste halt nicht, warum die dieses Interesse hatten. Und dann habe ich zwar festgestellt, ich würde gern mit Leuten kuscheln und so und ich finde auch Leute ästhetisch sehr ansprechend. Heißt das jetzt, ich will unbedingt Sex mit dem? Und dann kam irgendwann so der Gedanke, so eigentlich nicht. Aber wenn ich dann gefragt wurde und das gesagt habe, wurde mir halt nicht geglaubt. Jetzt kann ich das besser kommunizieren und sagen, hör mal zu, es gibt ästhetische Anziehung, es gibt sensuelle Anziehung und ne, das ist ein Ding und das habe ich, aber das andere, nö. So. Die Kommunikation wird viel leichter. Ja. Kommunikation ist generell immer leichter, sobald man Begriffe für irgendwas hat, oder? Ohne Worte zu kommunizieren ist immer sehr schwierig. Ja. Ich möchte aber gerne nochmal erwähnen, es ist auch nicht unbedingt, also es kann nicht jeder trennen und es muss auch nicht jeder trennen. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also bitte Menschen, die jetzt nicht auf dem A-Spec sind, ihr müsst das nicht krampfhaft anwenden. Wobei ich glaube, eine Trennung können die meisten schon machen, und zwar die zwischen romantischer und platonischer. Aber ihr müsst es halt nicht machen. Wobei, das trifft ja nicht nur auf Leute auf dem S-Spec. Ja. Also ich meine, ja. Leute auf dem M-Spec, also bisexuelle Menschen, pansexuelle Menschen, Omnisexuelle, die haben ja auch unter Umständen unterschiedliche Anziehungen zu unterschiedlichen Gendern. Na, also es gibt Leute, die finden meinetwegen männlich gelesene Personen sexuell attraktiv, aber weiblich gelesene Personen oder Menschen von irgendeinem anderen Gender komplett nur romantisch anziehen. Ne? Also das kann sich, oder sind auf der einen Ebene Demi und auf der anderen Allo halt. Das habe ich auch schon öfter mitbekommen. Also das ist schon, das betrifft halt nicht nur uns. Insofern kann das Nachdenken darüber, welche Arten von Anziehungen es gibt, auch anderen Leuten helfen, also die nicht auf dem Haystack sind. Das auf jeden Fall, und das betrifft nicht nur uns, aber ich möchte trotzdem noch ergänzen, dass wir auch auf dem A-Spec nicht davon ausgehen sollten, dass alle das Modell der verschiedenen Anziehung verwenden, einfach weil es genügend Leute gibt, die sagen, sie verwenden das nicht, das ist für sie nicht hilfreich, sie empfinden Anziehung so nicht. Und da ist es auch ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, ja, das wird jetzt von allen verwendet. Insofern jeder oder jede Person, der das hilft, kann dieses Konzept verwenden. Und wem das nicht hilft, muss es nicht verwenden oder sollte es auch nicht verwenden, weil wozu verwende ich etwas, was für mich nicht hilfreich ist? Genau. Grundsätzlich. Wichtig wäre zu wissen, dass Menschen Anziehung einfach sehr unterschiedlich erleben und auch sehr unterschiedlich beschreiben. Und dass sie auf verschiedenen Ebenen erlebt werden kann. Das ist, kann man sagen, wie bei Labeln allgemein. Nicht alle Leute, die ein Label nutzen könnten, nutzen das Label. Und nicht alle, die theoretisch unter die Definition von asexuell fallen, labeln sich auch Ace. Das ist immer jeder Person selbst überlassen, wenn ihr oder wenn ich es hilfreich finde, dann nutze ich das Label für mich oder solche Konzepte. Und wenn nicht, dann nicht. Und das ist alles voll valide. Genau.
Was nämlich halt auch. Total. Was nämlich auch, und wenn Menschen gar kein Label verwenden wollen, dann verwenden sie gar keine Label. Es geht immer nur um Begriffe, die nützlich sein können, die zur Beschreibung helfen können. Alles kann, nichts muss. So. Ja. Und Label können sich auch ändern, wenn man sich weiter damit beschäftigt, kann man ja auch feststellen, oh, das trifft vielleicht doch nicht mehr auf mich zu oder so. Oder man kann natürlich auch Label wieder ablegen, das ist alles valide. Oh ja. Kenne ich ja, I guess. Mhm. Oder du stellst fest, ein Label, das hat eine Zeit lang ganz gut gepasst und dann findest du andere Label und denkst dir, eigentlich passt das viel besser als das, was ich zuvor genutzt habe. Mhm. Und dann kann ich einfach das andere Label nutzen, wenn ich das möchte. Genau, einerseits können wir alle neue Begriffe kennenlernen, die für uns vielleicht besser passen oder die uns mehr helfen oder weiterhelfen. Und andererseits ist natürlich auch Sexualität selbst nicht in Stein gemeißelt und unveränderlich. Also gibt ja auch Labels, die das beschreiben, wie zum Beispiel Ace Flux. Da geht es darum, dass die Ace-Identität sich verändert auch über die Zeit, beziehungsweise eben fluider ist. Und das kann aber auch über längere Zeit sein. Und das ist dann genauso eine valide Erfahrung. Ich wollte übrigens auch sagen, im Discord-Chat haben wir jetzt mal eine Meldung bekommen. Ich glaube, das bezog sich darauf, dass du vorhin gesagt hattest, Finn, dass man das auch als Aceback-Person nicht das Split-Attraction-Model verwenden darf. Wenn das nicht stimmt, bitte nochmal korrigieren, aber ich glaube, darauf bezog es sich. Und zwar hat Scribble Girl geschrieben, das war ein sehr nützlicher Input. Danke, Finn. Warte, da schreibt nochmal die Person was. Sie können gerne auch weiterreden und ich sage dann Bescheid, wenn die Person fertig ist. Ja, ich glaube, ich nutze den Moment kurz, um zu beschreiben, was gerade im Stream passiert. AC wurde inzwischen angemalt und der Ace-Flaggen-Teppich unter AC so weit eingefärbt und Aaron hat auch schon Haare bekommen im Braun. Ja, ich habe gemerkt, ich muss mich ein bisschen ranhalten, wenn das ganze Bild heute fertig werden soll im Stream. Wird doch interessant. Naja, wenn es nicht fertig wird, machst du es ein anderes Mal fertig und wir posten das dann auf Social Media für jeden, der möchte, der die möchte. Es kam übrigens die zweite Antwort dazu und zwar, ich hatte recht, also steht jetzt da, ja genau, ich neige dazu schnell zu denken, das sei so richtig mit den Modellen, aber es sind ja auch nur Modelle. Ja. Genau. Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Also das würde ich auch nochmal sagen, aber wurde jetzt schon gesagt für heute. Ja. Nächstes Mal wieder. Ich denke, zum Problem wird es ja eigentlich auch nur, wenn man davon ausgeht, dass alle das genauso empfinden und versucht es den Leuten aufzudrücken. Egal in welchem Bereich. Also in beide Richtungen. Ja, genau. Natürlich. Das ist... Oder wenn man halt versucht, Leuten irgendein Label aufzudrücken, was die Orientierung angeht. Das ist halt auch. Ja, aber da sind wir ja generell wieder an dem Punkt, wo es darum geht, dass jeder sich nur selber beschreiben kann mit Begriffen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Sexualität oder andere queere Labels, das bezieht sich nicht nur auf sexuelle Orientierung, romantische Orientierung, Gender und alles andere, sondern auch auf andere Lebensbereiche. Wenn es Begriffe gibt, mit denen die theoretisch auf mich passen würden, aber ich mich mit denen nicht beschreiben möchte, dann ist das eine Fremdzuschreibung. Ja. Und das sind Dinge, über die müssen Leute sich selber überlegen, worüber... Also einfach, welche Worte nutzt ein Mensch, um sich zu beschreiben? Das ist einfach nichts, was
von außen kommen sollte in dem Sinne. Denke ich. Sind noch keine Fragen aufgetaucht, ne? Nee. Aber ihr hattet ein Statement, oder? Soweit ich das könnte man ja auch mal für die Leute auf Discord vorlesen. Ja, ja, hier ist ein Statement von einer Person, die von ihrer eigenen Identifikation erzählt. Soll ich das kurz vorlesen? Oder möchtest du, Tanner? Du meinst Jaxie the Ghost? Ja. Ja. Hätte ich gedacht. Ja. Nee, mach ruhig. Also, Jaxie the Ghost schreibt, ich selber sehe mich zwischen aromantisch und grauromantisch und damals herausgefunden, was genau grauromantisch eigentlich ist, nachdem eine Freundin mich auf dessen Existenz hingewiesen hat, hat mir sehr dabei geholfen, mehr zu mir selbst zu finden. Das finde ich schön. Und das ist auch, ich glaube, das illustriert nochmal ein bisschen auch das, was wir gesagt haben, dass einfach Begriffe und Selbstbeschreibungen für Menschen so wichtig sein können, um zu beschreiben, was sie erleben. Weil wenn wir keine Worte haben und das Gefühl besteht, alle anderen empfinden das irgendwie anders, dann kann das schon zu sehr schwierigen Situationen führen und einfach zu Problemen auch sich selbst anzunehmen und selbst auch zu wissen, dass es okay ist, was ich empfinde oder nicht empfinde. Ja. Also ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung sehr gut, also kenne das halt sehr gut. Ich habe wirklich jetzt, oh Gott, wie lange ist das? Mit 12 hätte ich eigentlich schon gewusst, dass ich Ace bin. Ich hätte eigentlich nur die Worte gebraucht. Ich hatte, also um das richtig zu artikulieren, aber ich hatte mein inneres Coming-out mit 33. Und in der Zwischenzeit habe ich dann immer gedacht, ich wäre irgendwie heterosexuell und würde es nur nicht richtig hinbekommen. Wahlweise habe ich mich auch für kaputt gehalten. Ne? Und das ist dann so eine Sprachlosigkeit und so eine Hilflosigkeit, die dann aufkommt, wenn du das nicht, wenn du keinen Zugang zu diesen Labeln hast und zu der Art, dich zu beschreiben. Insofern, je offener wir darüber kommunizieren, je mehr wir darüber wissen, desto mehr Leuten geht es deutlich besser im Leben. Wir haben eine Frage bekommen im Discord-Chat. Ich lese mal vor, wieder von Squirrel Girl. Wenn ihr das Gefühl habt, eure FreundInnen können Ace oder Aro sein, aber den Begriff noch nicht kennen, wie könnte man das am besten zur Sprache bringen, ohne dabei ein Label aufdrücken zu wollen? Ach, und da steht noch was zum Gender-Sternchen. Kann ich dir kurz beantworten? In Discord musst du ein Backslash vor das Sternchen schreiben, dann bleibt es auf dem Sternchen. Ja gut, wenn man es nicht jetzt aufdrücken, also aufdrücken ist sowieso doof, aber man könnte zum Beispiel einfach fragen, hast du davon schon mal was gehört? Ne, ist dir das ein Begriff? Und vielleicht Infomaterial an die Hand geben oder über das Thema dann halt mal reden und der Person dann einfach so ein bisschen Gelegenheit geben, so langsam vielleicht, also durch das, was man halt erzählt darüber, über das Thema, sich zu überlegen, okay, könnte das auf mich zutreffen. Ja, also man muss nicht unbedingt direkt den Bezug zu der Person selber herstellen. Das machen die Leute schon von ganz alleine in der Regel. Was vielleicht auch ginge, einfach von den eigenen Labeln zu erzählen. Wenn es jetzt zufällig, wenn du jetzt zufällig vermutest, die Freundin oder die Freundin ist Ace oder Aro und eins von den Labeln hast du selber, könntest du erzählen, wie du die Label für dich definierst. Oder ansonsten könnte ich mir vorstellen, vielleicht zu erzählen, so nach dem Motto, ich habe von dem und dem Label erfahren und finde das voll interessant. Hast du davon schon mal gehört? Könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Aber ich kann auch definitiv sagen, dass was Tanner eben meinte, die Frage, also eine Person direkt zu fragen, kennst du das Label, kann auch funktionieren.
Also ja, nee, vielleicht jetzt nicht so direkt, so kennst du das Label, sondern vielleicht eher so anfangen wie, du, ich habe letztens eine Sendung gesehen über das und das Thema, die war super interessant oder sowas, ne? Oder das Buch gelesen oder die Serie geguckt und ja, so hatte ich das eher gemeint. Das ist dann ein etwas eleganterer Gesprächsanfang. Ja, genau. Ja. Ich glaube, es kommt drauf an, wie ich die befreundete Person einschätze. Also ich bin direkt gefragt worden von einer Freundin, ob ich Ace bin. Und das war in dem Zusammenhang völlig okay, aber es ist natürlich nicht immer die beste Lösung. Also ja, vielleicht die eleganteren Wege zuerst wählen und dann die direkte Frage. Aber wenn ich den Eindruck habe, ich kenne die Person so gut, dass ich glaube, die Frage direkt zu stellen auch okay ist. Ja, kann das auch funktionieren? Ich würde gerne mal, also weil ich tatsächlich so eine Situation erlebt habe, also dass das jemand bei mir gemacht hat, das mal kurz erzählen. Also es war 2016. Ich habe angefangen, einen Roman zu schreiben, einen Fantasy-Roman, und hatte ursprünglich vor, den Protagonisten in eine Liebesgeschichte zu verwickeln und auch in eine sexuelle Szene. Und irgendwie habe ich da gemerkt, so, irgendwas klappt da nicht. Also das war irgendwas war in Anführungszeichen seltsam bei dem. Und habe dann halt versucht rauszufinden, was los ist mit ihm. Und bin dann über ganz, ganz seltsame Seiten irgendwann auf das Thema Asexualität gestoßen. Das hat mich dann direkt fasziniert. Also das hat mich gecatcht. Und ich habe dann halt das natürlich in die Suchmaschine eingegeben und bin dann auf dem deutschsprachigen Avon-Forum gelandet. Und habe dort erstmal im Beziehungsunterforum, das öffentlich zugänglich ist, einfach mal gelesen und festgestellt, aha, okay, Parallelen zu meinem Protagonisten. Und erstmal noch gedacht, kommt dir bekannt vor, aber naja, hat ja nichts mit mir zu tun. Ich bin ja eine Hete. Von wegen. Und dann habe ich mich mit einem der Foren-Admins in Verbindung gesetzt, weil ich halt Infos wollte und da nichts falsch machen wollte dann in der Geschichte. Bei der Darstellung, habe ihm dann ein paar Passagen geschickt und irgendwann, also wir haben monatelang hin und her gemailt und irgendwann hatte er dann eine von diesen, Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr existierenden quasi Vorspielszenen gelesen und also er hat sie verrissen, wofür ich ihm sehr dankbar bin, und dann hat er irgendwann so zwischen den Zeilen was durchklingen lassen. Also er hat irgendwie sinngemäß geschrieben, also er sei ja Non-Egoist, aber selbst er wüsste, dass Erregung nicht erst durch Handanlegen bei Mann oder Frau entstehen würde. Und ich dachte so, wieso musst du einen Monat lang über diesen Satz nachdenken? Und dann hat es Klick gemacht. Also er hat mir sehr durch die Blume zu verstehen gegeben, du, ich glaube, du solltest mal über das Label nachdenken. Ups. Also ich habe ihn dann hinterher gefragt und er meinte, ja, ich wusste nur nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich glaube, wir sollten mal wieder im Twitch-Channel gucken, ne? Ja, ich habe wollte eigentlich auch noch was sagen dazu. Ich lese mal gerade und ja. Genau. Ich wollte einerseits noch sagen, dass es natürlich auch immer hilft, selber relativ offen zu sein über diese Sachen, über seine eigenen Labels, wenn man denn auf dem Ace- oder Aro-Spektrum ist irgendwo, dann ist es auch sehr leicht, oder trotzdem nicht sehr leicht, aber einfacher, da mal einfach casually drüber zu reden. Oder zu sagen, ich meine, wenn man bei irgendwelchen Sachen dabei war, wie, was weiß ich, dem Livestream jetzt, oder wenn ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ich oute mich manchmal einfach ganz simpel mit, ja, ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen zu Aromantik oder Asexualität oder was auch immer gerade das Thema ist. Das funktioniert ganz gut und Getz hatte da auch noch Getz Likes Cake hatte geschrieben,
Podcast-Folge oder Buch empfehlen oder rumliegen lassen wäre auch noch eine Variante. Mhm. Und das finde ich auch sehr cool. Genau. Und genau, der Kommentar, den du eben noch erwähnt hattest, das ist von Laird Tom im Twitch-Chat. Ein paar Worte ergänzend zu der Frage nach dem Ansprechen der Orientierung, finde es wichtig, nicht nur den Begriff in den Raum zu stellen. Es sollte auch ein erläuterndes Gespräch folgen, mir selber so passiert und ich habe den Kontext jahrelang falsch interpretiert, was genau den gegenteiligen Effekt hatte. Ah, okay, also da hat wahrscheinlich irgendjemand den Begriff einfach in den Raum geschmissen und danach nicht erklärt, was es heißt. Vermute ich mal. Na, das ist natürlich dann etwas ungeschickt, ja. Also man sollte dann schon das irgendwie auch dann auch erklären, was man damit meint. Und damit die Person auch die Chance hat, wirklich drüber nachzudenken, wie ist das bei mir? Weil unter asexuell oder aromantisch stellen sich die Leute ja unter Umständen auch Dinge vor, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Oder beziehungsweise der Begriff asexuell ist ja auch für andere Dinge im Umlauf durchaus. Also die asexuelle Vermehrung von Amöben oder sowas könnte zu Missverständnissen führen. Durchaus. Vermehren durch Zellteilung? Nee. Hey. Ja, ganz neu. Ich glaube, der Frühzeit Aces, denen diese Frage gestellt wurde. Ich hätte das gerne mal gehabt, das wäre so lustig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal haben will. Denn ich hätte diese Frage gerne mal gehabt. Das ist so. Aber Getz hat noch ein bisschen was geschrieben, was ich ganz gut finde. Wir kriegen jetzt andere Fragen, wollte ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Habt ihr auch viele allosexuelle FreundInnen? Ja. Sag ich nur. Ach ja. Die Mehrheit meiner zur befreundeten Erklärung. Personen ist allosexuell, alloromantisch. Also, ja. Ich habe neulich ein Interview gemacht bei einem anderen, größeren Podcast und eine der Fragen war, habt ihr auch viele, also mit einer zweiten Person, und sie haben uns gefragt, ob wir auch viele allosexuelle FreundInnen haben. Ja. Mhm. Nein, die sortiere ich aus, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Erste Frage. Oh ja. Ich mache da mal einen Eingangstest vorneweg. Mit dir kann ich nicht befreundet sein. Du bist nicht Ace. Nee. Ehrlich gesagt, ist es auch sehr lustig, mit, also unter Umständen mit Allo-Personen Filme zu gucken. Das führt dann zu sehr, 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 sehr lustigen Dialogen. Aber Getz Likes Cake hat auch gerade in Reaktion auf den Kommentar von Laird Tom noch geschrieben, dass Getz es auch erlebt hat, dass das als Krankheitsbegriff verwendet wurde, also asexuell als Krankheitsbegriff. Und zwar als Getz, dass es den Begriff das erste Mal gehört hat. Und das ist fatal. Das ist richtig übel. Ja, Getz hat ja gerade auch geschrieben, dass es das lange sehr schwer gemacht hat, sich mit dem Begriff zu identifizieren. Ja. Und das ist sehr nachvollziehbar, weil wenn eine Person sich vielleicht eh schon kaputt fühlt oder denkt, dass irgendwas falsch ist oder irgendwas anders ist, und dann bist du ja eigentlich noch verwundbarer dafür, für Pathologisierungen und so weiter. Ja, kenne ich. Ich kenne das ähnlich, nicht unbedingt, dass es bei mir war, weil ich es als Krankheitsbegriff kannte, aber ich habe zum ersten Mal davon in einer Fanfiction gelesen und habe die Person in den Kommentaren, die das geschrieben hat, gefragt, was denn Ace heißen soll, weil es stand nicht asexuell, sondern es wurde immer Ace geschrieben und ich stand komplett auf dem Schlauch und dann wurde es aber erklärt mit keine Libido zu haben. Also es wurde nicht gesagt, es ist keine sexuelle Anziehung, sondern einfach, du willst keinen Sex haben und du hast kein Bedürfnis nach irgendwas, was damit in Zusammenhang steht. Und da habe ich erstmal gedacht, aus der Fanfiction, was die Person, wie die beschrieben wurde, es kam mir bekannt vor, aber irgendwie dann passte die Definition, die mir da gegeben wurde, irgendwie so voll, also nicht voll nicht, aber es passte nicht so ganz. Und ja,
also die Erklärung, die mir gegeben wurde, hat es auch schwieriger gemacht, beziehungsweise dann noch ein paar Jahre rausgezögert, bis eine Freundin mich dann fragte, sag mal, bist du eigentlich asexuell? Und ich war so, ich weiß nicht, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Und dann nochmal die Definition, die wir ganz am Anfang auch hier schon gehört haben, rausgefunden habe. Ja. Ja gut, ich meine, man muss halt auch, das ist jetzt ein schöner Übergang zu dem nächsten Kommentar, den wir gekriegt haben, weil da ging es nämlich um die Frage, ob wir Buchempfehlungen haben. Und ich habe einfach mal den Link von Aktivista mit der Bücherliste reingesetzt. Es gibt ja halt auch einige Serien und Filme, die halt Charaktere drin haben, die man als asexuell lesen könnte. Zum Beispiel Sherlock von BBC oder zum Beispiel Big Bang Theory mit Sheldon oder Dexter. Ja, wobei die ja beide relativ problematisch sind. Ja, eben. Also darauf wollte ich gerade hinaus. Also es gibt halt durchaus Figuren, die sind potenziell asexuell gecodet oder halt im Headcanon asexuell und sind aber von auf verschiedenste Weisen halt so problematisch, dass man damit eigentlich nicht gleichgesetzt werden möchte. Also vor allem mit Dexter nicht. So, mit einem Serienkiller, ja, ich weiß nicht. Ja, wobei Dexter noch relativ gut geschrieben ist. Das Problem wäre, wenn es nur diese Repräsentation gibt. Und es gibt halt einfach nicht viel Repräsentation. Nicht viel Mainstream-Repräsentation. Bei Dexter ist wie bei manchen anderen Charakteren ja noch einfach, dass er dadurch, also dass seine Asexualität ja eingesetzt wird, um ihn zu entmenschlichen. Ja, genau. Und das sind dann die Charaktere, die dann im Laufe der Staffeln plötzlich allosexuell werden, weil entschieden wird, wir machen die jetzt doch menschlicher. Genau. Ja, also was du gerade erwähnt hast mit der Entmenschlichung, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Also worauf ich auch hinaus wollte, also wenn dann Charaktere, die eventuell als asexuell gelesen werden könnten oder halt tatsächlich auch so genannt werden, dann auch generell so emotionslos oder halt auch sehr misanthrop auch dargestellt werden, weiß ich nicht, also da würde ich mich ehrlich gesagt nicht mit identifizieren wollen. Ne? Also das ist einfach, und wenn es dann, ja, wie du sagst, der Schwerpunkt der Repräsentation eben solche Charaktere, auf solchen Charakteren liegt, wird das dann halt schon sehr schwierig. Deswegen ist es ganz gut, dass es mittlerweile Serien und Filme gibt, die positive Repräsentation haben, und zwar richtige, gute, also ja nicht nur positive Charaktere, sondern insgesamt auch gute Repräsentation, wie zum Beispiel Loveless von Alice Oseman und oder halt auch die leider viel zu früh eingestellte Serie auf Netflix, die Imperfects, da ist eine der drei Hauptfiguren ist halt auch asexuell, was dann auch ein bisschen mit ihrer Fähigkeit, die sie bekommt, kollidiert, weil sie sendet nämlich Pheromone aus, die Leute willenlos machen und ja. Läuft dann ständig in irgendeinem Raumspray rum. Also das, ja, das kann man kann solche Geschichten sehr lustig erzählen. Genau. Will jeder von uns vielleicht noch ein Buch oder eine Serie nennen, die wir besonders gern mögen? Meine Lieblingsbuchreihe ist zum Beispiel die City of Spires Reihe. 4 Bücher, alle relativ dick, aber ganz viele, also nicht nur ein Charakter auf dem aromantischen und oder asexuellen Spektrum, sondern mehrere und auch sehr viele andere queere Charaktere. Ich liebe diese Serie. Sind sehr, also meiner Meinung nach sehr gute Bücher. Und ich will noch Werbung machen für Beweisstück A, wenn wir hier sind. Da kannst du dich nicht rumdrücken, Tanner. Ich habe eben überlegt, ob ich so dreist sein soll. Als Werbung machen.
Ja, also das steht aber auch tatsächlich in der Liste von Aktivista drin, also das erste. Genau, weil das ist eine deutschsprachige Kurzgeschichtensammlung mit insgesamt 19 Geschichten zu, also wo entweder die Hauptfiguren auf dem asexuellen Spektrum sind oder zumindest das Thema in der Geschichte wichtig ist. Genau, und die haben Camilla de Winter und ich vor 2 Jahren zur Asexual Awareness Week, also zur Ace Week, rausgegeben. Und wir haben jetzt gerade aktuell die Ausschreibung für die zweite Kurzgeschichtensammlung beendet und haben einen Riesenpool an neuen Geschichten. Und es wird, und da wird auch das aromantische Spektrum ein bisschen stärker vertreten sein. Also es wird ziemlich spannend. Da sind Geschichten dabei von Thriller über Urban Fantasy, kurze Slices of Life, also von Humor bis extreme Spannung ist alles dabei. Das, yes. Ja. So, ich möchte mal gerne noch was sagen. Also ich kann ein Buch empfehlen, aber vor allen Dingen haben wir wieder einen Kommentar bekommen. Aber ich fange mit dem Buch an. Lokis Fesseln von Camilla de Winter kann ich sehr empfehlen. Right. Als ja. Präsentation. Also wunderschöne Geschichte, kann ich wirklich nur empfehlen. So, ihr könnt es ja in den Chat vielleicht noch schreiben. Ich möchte jetzt aber gerne von Scooby Girl gerne noch einen Kommentar vorlesen. Und da kommt auch gleich noch danach einer rein. Okay, ich lese den danach zuerst vor, ausnahmsweise, weil es um ein Buch geht. Danach steht, wo wir gerade bei Loveless waren, in vielen von Ace Osmans Büchern gibt es Aceback-Charaktere, wie die demisexuelle Hauptperson in Radio Silence. Das nochmal am Rande erwähnt. Mhm. Und damit wird das Buchthema kurz beendet, weil Scooby Girl hat was anderes geschrieben, und zwar zu Asexualität als Krankheitsbegriff. Ja, absolut. Es gibt zum Teil psychologische Diagnosen im ICD-10, wo ein generelles Desinteresse an Sexualität und Romantik als Symptom, zum Beispiel von schizoider Persönlichkeitsstörung, glaube ich, steht. Ich finde das mega problematisch, habe mich in einem Vorlesungssaal mit über 90 Studierenden drin, aber leider nicht getraut, was dagegen zu sagen. Das ärgert mich manchmal immer noch. Ähnlich ging es mir auch im Wahlpflichtkurs zur Sexualberatung. Ich studiere angehende Psychologie. Angewandte. Ja, lesen müsste man können. Da habe ich ganz viel Zeug zu sagen. Okay. Genau, also das Ganze startet ja erstmal, wenn wir uns das so ein bisschen historisch anschauen, da gab es früher mal die Diagnose Hyposexualität, also eben nicht genug Interesse an Sex letztendlich, als eigene Diagnose. An sich gibt es die Diagnose immer noch, aber wurde eben hinzugefügt, dass es zum einen eben einen Leidensdruck geben muss und dass die Leute eben auch nicht asexuell sein dürfen. Also beziehungsweise, wenn du nicht asexuell bist, dann hast du vermutlich auch keinen Leidensdruck. Das ist ja so ein bisschen doppelt gemappelt. Genau, das hat man dann in den... Nein, das Problem ist ja, also Leidensdruck ist immer ein bisschen kompliziert. Ja, wenn da jetzt irgendwie aufgrund von anderen Leuten Leidensdruck herrscht, ist es wieder ein bisschen, ja. Ja, es aber ist halt kurz nicht gesagt, abgedeckt. Leute, die sich damit wohlfühlen, sollten zumindest nicht diese Diagnose bekommen. Zumindest nicht von irgendeinem vernünftigen Psychologen. Es gibt natürlich, was im ICD steht und was dann in echt passiert, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Mhm. Das ist auch inzwischen so komplex, dass es da eigene Leute gibt, die da für die Doktoren eingeben, was da jetzt drin steht, also so Kodierungsfachkräfte. Genau. Ich würde auch fast wetten, wenn man da noch weiter reinschaut, würden sie vielleicht noch auf irgendwo einer Fußnote auf der 200. Seite irgendwo erwähnen, dass da vielleicht asexuelle Leute nicht mitgemeint sind oder sowas, aber es ist natürlich schon ein Problem, wenn das da jetzt irgendwie einfach irgendein eine Person, die angewandte Psychologie studiert hat, sieht bei einer Person und nicht allzu viel darüber weiß und eben nicht so aufgeklärt ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das Ganze eben machen. Da gibt es auch, glaube ich, einen Haufen Flyer zu. Und ja, das ist natürlich dann nichts Krankes, genau. Und Philipp will gleich was sagen, ne? Und dann auch. Ja, ich wollte sagen, dass ich bei der HSDD-Diagnose, es ist ja generell so ein bisschen die Frage, dass
es da Diagnosekriterien gibt, die einfach oder von denen ein großer Teil auch auf Menschen zutreffen kann, die auf dem asexuellen Spektrum sind. Und wenn diese Person diesen Begriff noch nie gehört hat, ist die Chance, dass sie pathologisierende Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht denkt, dass was falsch mit ihr ist oder darunter leidet, weil sie in einer Partnerschaft ist, wo ja in der ja vielleicht mehr Sex gewünscht ist, als sie haben möchte, etc. Da besteht ja auch, nachdem wir momentan leider immer noch den Stand haben, dass quasi dann in der Sexualtherapie mehr der Standpunkt besteht, ja, die asexuelle Person, die Person auf dem asexuellen Spektrum müsste sich ändern oder die Person, die weniger Bedürfnis nach Sex hat oder auch keines in manchen Fällen oder vielleicht auch gar keinen Sex haben möchte, die wird dann oft problematisiert und dadurch kann ganz leicht das Gefühl entstehen, mit mir stimmt etwas nicht oder ich bin falsch. Egal, ob jetzt in einer Fußnote steht, wenn da kein Leidensdruck vorhanden ist, dann ist nämlich ein Leidensdruck vorhanden und der kommt aber nicht direkt aus der Asexualität. Also das war ja schon bei der ich-destonen Homosexualität nicht sinnvoll, Homosexualität behandeln zu lassen, wenn die Person drunter leidet. Das ist bei Asexualität nicht viel sinnvoller. Ja. Und ich möchte nur hinzufügen, ganz kurz, das, was du gesagt hast, Giselle, ist für das DSM-5 richtig. Das heißt, für das Manual, das in den USA verwendet wird, während das ICD-10 und das ICD-11 Asexualität nicht als Ausschlusskriterium nennen. Das haben die nicht auf dem Schirm. Das ist wirklich nur das DSM-5. Und das ICD-11 wird, also ICD wird halt außerhalb der USA, also weltweit benutzt, unter anderem in Deutschland. Und da habe ich die beiden durcheinander gebracht, ne? Genau, aber mein nächster Punkt war ja auch noch, wie du meintest, dann ist ja auch die Frage, wie man das eben behandeln will. Das ist ja da auch jetzt nicht so leicht, dass man den Leuten jetzt irgendwelche Hormone gibt und die jetzt plötzlich ganz viel Libido kriegen oder sowas. Und da muss man ja dann auch eigentlich mal schauen, warum wäre das? Und da wird man ja auch irgendwie denken, da macht der Arzt ein Blutbild oder sowas und schaut, wie dann eben die Hormone sind. Und je nachdem, es gibt eben auch einfach da recht viel Varianz bei, also auch eben ganz hormonell, ich sag mal, gesunden Leuten. Und dann ist auch irgendwie so die Frage, was will man da überhaupt behandeln? So, kann man da überhaupt was tun? Oder ist es einfach irgendwas, das da drin steht. Ja, genau. Und auch dort, wo es diesen Caveat gibt, dass Personen, die sich als asexuell identifizieren und das Wissen nicht diagnostiziert werden. Wir hatten uns da doch neulich über eine Studie unterhalten, Tanner. Mhm, ja, richtig. Die sich mit Aceback-Feindlichkeit, also mit Ace-Feindlichkeit eigentlich auseinandergesetzt hat. Sehr stark aus Australien und wo eben, ich glaube, 11 Leute war, nee, ja doch, 11 Leute, glaube ich, mit befragt wurden, die eine Diagnose bekommen hatten, also eine HSDD-Diagnose. Und wenn ich mich recht erinnere, sieben von denen diagnostiziert, obwohl sie zu dem Zeitpunkt als asexuell geoutet waren. Und jetzt wissen wir nicht, wo genau diese Leute waren. Und 10 ist keine große Zahl. Also der Pool ist nicht sehr groß. Nee. Also, aber wenn von 10 oder 11 Leuten 7 diagnostiziert werden, dann ist das vielleicht schon so ein bisschen kritisch. Ja. Ich verlinke mal die Episode von The Ace Couple, das ist auch ein englischsprachiger Podcast, die sich mit dieser Studie auseinandergesetzt hat und mit der Person, die die Studie durchgeführt hat. Die Person selber sitzt in
in Australien, aber die Leute, die befragt wurden, stammen aus allen Ländern dieser Welt. Also da ist ein Schwerpunkt natürlich auf den USA, auf Großbritannien, Festland-Europa, Australien, aber ja, da sind Leute aus allen möglichen Ländern dabei. Also, und das waren etwas über, wie viel waren es? 6.000? Nee, Quatsch, weniger. Ja. Oder doch, 6.000, ne? Und von denen war es halt ein ganz kleiner Bruchteil, der tatsächlich gesagt hat, ja, mir wurde da, also ich wurde quasi von der mich therapierenden Person genötigt, ja, meine Orientierung zu ändern, beziehungsweise wahrscheinlich wollten die dann über Verhaltenstherapie irgendwie was daran drehen. Und als ich das neulich dann, ich habe den Podcast-Link auch geteilt auf Facebook und daraufhin hat mich eine mit mir bekannte Person, die auch Psychologin ist, angeschrieben und gesagt, die müsste man eigentlich melden. Da habe ich halt geschrieben, ja gut, das Problem an der Sache ist, ich weiß nicht, wie die Regelung in den jeweiligen Ländern ist und ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht, aus welchen Ländern diese Leute kamen, die die Aussagen da getätigt haben. Aber ja, müsste man. Ne? Also das darf eine therapierende Person nicht. Das geht einfach nicht. Es ist halt auch einfach extrem schädlich für die Personen, die da in Therapie sind. Und das bezieht sich nur auf die Diagnose. Es gibt ja auch genügend Erfahrungsberichte von Menschen, die in Therapie waren und wo dann versucht wurde, Asexualität oder Aromantik zu therapieren. Mhm. Und nicht das eigentliche Problem der Leute. Ja. Das ist natürlich dann genauso problematisch. Mhm. Ja, ich wollte noch, wir wurden oben noch gefragt im Chat auf Twitch, wann das geplante Erscheinungsdatum ist. Habe ich schon geschrieben. Hast du schon. Ja. Also das Erscheinungsdatum von Beweisstück A. 2, ja, genau. Also das ist voraussichtlich die Ace Week dieses Jahr. Das heißt auch wieder in Oktober. Okay, ich wollte gerade sagen, wir sollten sagen, wann das ist. Ja, ja. Das ist die letzte Oktoberwoche immer. Das ist fix, genau. Und das haben wir beim ersten Mal schon geschafft. Das war dann auch perfekte Werbung, weil ja die Community hat's geteilt. Und wir peilen das halt auch dieses Mal wieder an. Das wird auch wahrscheinlich funktionieren, weil wir auch gut vorgearbeitet haben. Und dieses Mal ja nicht verlängern mussten, beim letzten Mal schon. Das heißt, wir werden, ja, das wird klappen. Genau. Aber wir könnten doch einmal mal kurz nochmal auf das Bild eingehen von Melle. Ja, ja, genau. Das Bild müssen wir mal wieder. Da ist so richtig viel passiert. Ja. Also Melle ist gerade also an einem weitergekommen. Ja. Ja, Melle, erzähl mal. Ja, also wir haben jetzt die beiden Hauptcharaktere fertig, soweit. Und wir haben den Hintergrund jetzt hinzugefügt mit einem schönen blauen Himmel und einem Regenbogen. Und ich mache mich jetzt langsam dran mit den Hintergrundcharakteren. Also der Plan ist, erstmal die Hintergrundcharaktere auszumalen und dann ganz zum Schluss die Flaggen zu verteilen. Spontan und zufällig. Genau. Ich finde, Aaron und Ace sehen so glücklich aus. Mhm. Ja. Sie haben Community. Community ist wichtig. Ja. das ist übrigens eine schöne Überleitung. Wie wichtig ist euch eigentlich Community? Also ich selber habe am Anfang sehr davon profitiert, aber mittlerweile ist es eher so ein, ich habe dann so die Leute, die ich kenne und die ich gut leiden kann und mit denen ist das dann, mit denen hänge ich dann auch gerne ab, aber ich beschäftige mich jetzt nicht mehr so viel in den auch in den Foren oder so, aber es tut mir gut, das zu wissen, dass halt die Leute da sind und dass ich mich mit einem Teil der Community sehr, sehr gut verstehe. Aber wie ist das bei euch? Wie wichtig ist euch das? Ich hänge immer mal noch gerne mit den Leuten rum. Also ich gehe auch gerne, wenn ich Zeit habe, zu den Community-Treffen. Da ist nur so ein kleiner Podcast, der ganz schön viel Zeit frisst. Das weiß man auch nicht.
welcher das ist. Aber ich hänge auch wahnsinnig gern mit euch rum. Das macht mir auch Spaß, sonst würde ich nicht so viel Zeit in diesen Podcast investieren. Und also ich nutze das schon noch, aber ich sag mal, ich habe mich im Großen und Ganzen gefunden und kann sein, dass ich nochmal was ändere. Ich bin jetzt von Fragen stellen eher übergegangen zu dem Erklärbär-Modus. Vorzugsweise mache ich das aber im Bereich Romantik inzwischen, weil da noch einiges kreucht und fleucht an Ideen, wo ich denke, da kann ich noch was zu sagen und ein bisschen aufgehen, weil auch im, ich sag mal, es gibt so einige Mythen über romantische Anziehung und als demiromantische Person ist man da einfach geeignet, weil man beide Welten kennt, da so ein bisschen zu quatschen. Ja. Finn? Also ich finde Community schon wichtig. Es hat bei mir ja eigentlich eine Weile gebraucht, mich überhaupt wieder in eine Community einzufinden, weil ich eine Zeit lang dann also sehr stark Zugehörigkeit zu irgendetwas und zu irgendwelchen Gruppen, egal was das war, sehr stark abgelehnt habe für mich. Und mein Ideal, oder für mich hat das immer noch so eine gewisse Idealvorstellung, irgendwie nirgendwo dazuzugehören, auch wenn das natürlich so nicht möglich ist. Aber ich bin dann dazu übergegangen, mir das sehr bewusst auszusuchen, schätze ich. Oder bewusster. Und inzwischen ist mir das schon sehr wichtig geworden. Einfach einerseits, weil ich es mir ausgesucht habe, mit welchen Leuten ich da Community bilde auch. Und die eine Community gibt es ja auch nicht, sondern es gibt eigentlich viele A-Spec-Communities und so. So ein Monolith ist das Ganze ja dann doch nicht. Aber ich finde es auch sehr wichtig für mich, einerseits, weil ich mich mit Leuten austauschen kann, auf eine andere Art und Weise. Auch wenn ich ich habe ja auch ein paar Personen auf dem Ace-Spektrum in meinem direktes Umfeld ist jetzt gut gesagt, aber halt in meinem Umfeld inzwischen. In meinem persönlichen Umfeld, so. Das ist bessere Formulierung. Aber ich finde auch, dass in den A-Spec-Communities sehr differenzierte Diskussionen geführt werden können und Gespräche, die teilweise an anderen Orten schwieriger sind. Und ich meine, es klingt für manche Leute immer so ein bisschen absurd, wenn ich das so sage, aber ich sage immer, ich habe in keiner Community so differenziert über Sex und Sexualität geredet wie in der Ace-Community. Ist so. Und ist auch total wichtig, weil ich finde, das tun wir teilweise viel zu wenig. Oh ja. Also auf so einer Ebene. Ich habe noch in keiner Community mich so sehr mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt und Emotionen wie sonst irgendwo. Und ich kann sagen, es ist erstmal erschreckend, aber es tut verdammt gut. Deswegen finde ich es immer lustig. Es gibt Leute, die sagen, du sagst doch nur, dass du asexuell bist oder aromantisch oder sonst irgendwas, weil du vor deinen Gefühlen davon rennen willst. Nee. Schlechte Community dafür. Sehr schlecht. Null. Ja. Don't even try. Wenn du dich verstecken willst, geh woanders hin, aber das ist sehr schlecht. That won't work. Ich finde gerade, selbst wenn es durch die Blume ist. Steffi? Ich finde gerade, dass wir in dieser Community so differenziert reden können und eigentlich so ungefähr alle Fragen stellen können. Das finde ich so nice daran und deswegen ist also ein Grund, warum mir die Community so wichtig ist. Ich finde es sehr stärkend zu wissen, dass es da Leute gibt, denen es ähnlich geht und an die ich Fragen stellen kann oder mich wenden kann, wenn irgendwas ist, wo ich dann weiß, okay, sie haben vielleicht ähnliche Erfahrungen oder können es zumindest leichter nachvollziehen als andere Leute. Und natürlich sehr wichtig auch noch lokale Communities.
teilweise aber nicht nur wegen, da sind Leute, mit denen ich reden kann, sondern auch einfach, weil ich sehr gerne viele Leute zum Quatschen habe und gerne neue Leute kennenlerne. Es fällt mir schwer, aber ich mag es eigentlich gerne. Ich will die Leute auch nicht vermissen, die ich kennengelernt habe. Also generell in der gesamten Aceback-Community und generell in queeren Communities. Ja, genau. Ich finde es auch einfach immer schön, dass man dann auch mit Leuten eben auch anderes Zeug machen kann. Also wir hatten ja zum Beispiel von seinem letzten Ace-Meeting war jetzt eben Transfer of Visibility. Da haben uns eben auch ein paar von uns vorher einfach getroffen und waren eben auch auf der Demo dabei. Und da hat man eben auch direkt so eine Gruppe an Leuten, die auch queer sind, womit man eben gemeinsam Sachen machen kann. Ich finde auch immer sehr cool bei uns lokal jetzt bei Stammtischen. Ist auch einfach, wir reden oft gar nicht unbedingt über das Aceback, aber über andere Themen. Und es ist trotzdem irgendwie so ein, ja, so ein Verständnis da und ja, welche Fragen ja, wir vielleicht nicht mehr hören möchten, so weil ähnliche Erfahrungen da sind und diese so Fragen, die nervig sind oder vielleicht einfach nicht schön zu hören sind, dann einfach da gar keinen Raum haben, weil alle wissen, okay, nee, die brauchen wir hier nicht auch noch. Über diese Fragen lustig machen. Och, kriegt ihr auch immer die Frage, was eigentlich ganz nett ist. Ja, das ist auch cool. So zeigt, was man sonst eben einfach nicht machen kann, weil da eben die Zielgruppe fehlt. Ja. Yes. Haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, warum wir diesen Stream genau heute machen? Am 6. April. Oh, ja. Können wir gleich machen. Ich habe jetzt noch ganz kurz tatsächlich im Chat zu dem Thema Community einen Kommentar von Pekkawiss. Dieses mit Gleichgesinnten zusammenzusitzen und zwingend gar nicht über das Thema zu sprechen, sondern einfach ein Verständnis zu verspüren und Spaß zu haben, ist immer schön und ich empfinde das als unglaublich wichtig. Bin ich ganz bei dir. Das ist verdammt wichtig. Und Gleichgesinnten war jetzt in Anführungszeichen gesetzt, aber braucht das eigentlich gar nicht. In gewisser Hinsicht sind es ja Gleichgesinnte tatsächlich. In gewissen Bereichen. Ja, nicht in allen, aber in manchen schon. Ja. Oder zumindest ähnlich. Ja. Genau. So, aber jetzt, Ace Day, warum ausgerechnet heute? Ja, du hast gerade schon gesagt, heute ist der internationale Tag der Asexualität. Genau. Und ja, das ist der 6. April. Findet jedes Jahr statt. Und es gibt auch abgesehen von dem Stream hier auch ganz viel anderes Programm, auch internationales Programm tatsächlich. Und ja, wir haben dann noch Leitmotive des Ace Days, also kurz auch Ace Days. Nennt sich dann Engagement, Feiern, Bildung, Aufklärung und Solidarität, unter dem dieses Programm steht. Und ja, genau, darum machen wir heute den Stream, würde ich sagen. Jasmin Benoit hat übrigens heute zu den vier Leitmotiven noch ein fünftes hinzugefügt, nämlich Diversity. Was gerade wenn es, also man muss, also zur Erklärung, Yasmin Benoit ist eine britische Aktivistin, sie ist schwarz, sie ist Unterwäschemodel und eben auch Aktivistin für Aromantik und Asexualität und das Thema Diversity ist natürlich eben auch so verdammt wichtig, weil
sie sagt halt auch immer, dass gerade Leute, die nicht weiß sind, Leute, die nicht able-bodied sind, gehen halt unheimlich schnell in der Community unter. Die Erfahrung hat sie halt gemacht und es ist auch von der Außenwirkung her immer wieder das Problem, dass es sehr oft als eine weiße Orientierung gelesen wird. Und was dann halt Leute, die eben nicht weiß sind, People of Color durchaus zu Problemen bringt, weil gerade, also schwarze Menschen werden ja gerne hypersexualisiert, zum Beispiel. Menschen aus dem südostasiatischen Raum dagegen werden eher so desexualisiert und dann kommen dann ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, wenn die sich als asexuell outen. Also, oder da kommen auch ganz andere Schwierigkeiten, überhaupt ganz andere Hürden, sich selbst zu outen und sich selbst da zu identifizieren. Ja. Und beim Thema Behinderung genau das gleiche Spiel. Ne? Also, da bin ich auch sehr froh, dass man sich das auch immer mehr auf die Fahne schreibt, da ein bisschen mehr auch auf Diversity zu achten. Und zum Beispiel auch Barrieren abzubauen und auch die Vielfalt auch darzustellen. Genau. Finn, seit wann gibt's denn den Ace Day? Das ist kompliziert. Ja. Deswegen habe ich die Frage gestellt, ob ich sie nicht beantworten muss. Und schön, dass du die Finn gestellt hast. Yay! Ich muss auch erst die Seite öffnen. Ich glaube, seit 3 Jahren. Aber es gab schon Anläufe davor, ja. Das ist die Kurzfassung. Ja, genau. Es gab vor ein paar Jahren schon einen Anlauf, der Versuch, einen Ace Day zu starten, um eben noch einen Awareness-Tag zu haben. Und das ist dann erst einmal gescheitert, weil der sehr kurzfristig angesetzt wurde. Und ich weiß gerade nicht, ob über Twitter oder über Tumblr, ich bin nicht sicher. Ich glaube über Twitter. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber und dann gab es noch Datumsverwirrung oder so. Dann wurde mal kurzfristig das Datum geändert, weil das an einem anderen Gedenktag lag. Also so viel zu der komplizierten Vorgeschichte des Ace Days. Es wurde dann der 6. April ausgesucht als Datum. Genau, und jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, gibt es den Internationalen Tag der Asexualität, so wie er jetzt aktuell ist, denke ich. Genau. Aber wollen wir spoilern? Nächstes Jahr wird er an einem anderen Tag liegen. Wir wissen aber noch nicht, an welchen. Ja. Da wurde auch die Community da gebeten, da mal drüber zu diskutieren, welches Datum man dafür nehmen könnte. Der Grund dafür ist, dass der sich nächstes Jahr mit der Autism Awareness Week überschneidet. Die liegt halt immer um den 2. April rum. Dieses Jahr hat das halt gut funktioniert, weil der 2. April ein Sonntag war und die Woche damit geendet hat. Aber nächstes Jahr ist halt der 6. April genau in dieser Woche und ja, man will halt die Aufmerksamkeit nicht auch von dem anderen wichtigen Thema da weglenken. Und ja, dann müssen wir halt dann mal schauen. Gets Likes Cake hat gerade gefragt, ob wir mehr zu den Leitmotiven des International Asexuality Day sagen wollen. Also zu Engagement. Engagement, Aufklärung, Bildung, Feiern und Solidarität. Aufklärung, Bildung könnte ich übernehmen, das ist nämlich einfach. Und das hatten wir ja im Stream eigentlich die ganze Zeit schon, weil es halt einfach wichtig ist, dass es sichtbar ist, dass die Leute wissen, Asexualität existiert und es ist ein Spektrum und weil wenn das nämlich nicht bekannt ist, fällt es Leuten halt schwerer, sich dann auch entsprechend darauf zu verorten
Und sie laufen dann wie ich jahrzehntelang durch die Welt, ohne zu wissen, was mit ihnen los ist. Und begeben sich unter Umständen in Behandlung, die sie eigentlich nur noch mehr schädigt. Oder wissen halt einfach, kennen einen Teil von sich nicht. Selbst wenn es jetzt, das ist halt nicht schön. Wir brauchen diese Aufklärung. Kann jemand was zum Engagement sagen? Engagement ist mir das Schwerste, hey. Jetzt kriege ich bitte mal was Leichtes. Ich dachte, wir haken das Schwerste zuerst ab. Nein? Ich kann es probieren. Ich habe mich nicht vorbereitet. Das ist das Problem. Ihr habt mich erwischt. Da bin ich tatsächlich auch nicht so genau beschäftigt mit diesen vier Leitmotiven. Also gebe ich ganz offen zu. Dann versuchen wir erstmal die anderen. Ja, die leichten, also Solidarität. Finn, willst du was sagen? Du meldest dich immer irgendwie zwischendurch. Ein bisschen hatten wir. Ich wollte Feiern nehmen, aber Tenna war schneller. Egal, Solidarität. Ich denke, dass einfach auch wichtig ist, einfach miteinander und mit der Community auch solidarisch zu sein und zusammen zu arbeiten und auch mit Leuten, die vielleicht nicht genau dieselben Identitäten haben und dieselben Begriffe, die wir nutzen wie wir innerhalb der ACE-Community, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja, dass nicht quasi so ein Flickenteppich von verschiedenen Kleingruppen entsteht, die sich dann eventuell gegenseitig ausgrenzen, was ja teilweise durchaus passiert, in unterschiedlichen Teilen der Community immer mal wieder. Also das ist ja nicht Ace-Community-spezifisch, das passiert in allen Communities. Dass es dann zum Beispiel heißt, ja, ihr seid nicht Ace genug zum Beispiel. Oder dass nicht genug für Barrierefreiheit getan wird und so. Und dass man alle diese Dinge auf dem Schirm hat und halt, wir sind nur gemeinsam stark und gemeinsam können wir mehr erreichen. Ja? Und wir fördern uns auch gegenseitig. Ne? Also wir promoten zum Beispiel dann andere Podcasts oder andere kreative Leute, Romane und so weiter und so fort. Ne? Und Events. So. Solidarität und ja, eigentlich im Zusammenspiel mit Bildung ist natürlich auch etwas, wo Nicht-Aces unterstützen können, wenn sie möchten. Zum Beispiel verbreiten, dass es den IAT gibt und vielleicht auch doch dabei schreiben, was Asexualität oder das asexuelle Spektrum ist. Also natürlich wir, die selber irgendwo auf dem Spektrum sind, können da solidarisch mit anderen auf dem Spektrum sein. Aber wenn ihr, die ihr vielleicht heute dabei seid und nicht selbst Ace seid, auch solidarisch mit der Community quasi sein möchtet, dann könnt ihr auch gerne zum Beispiel zum heutigen Tag einfach an Leute rausschreiben, einen fröhlichen internationalen Tag der Asexualität und dann kurz eine Beschreibung dazu oder sowas. Das ist auch sehr hilfreich. Wir haben auch ein paar Sharepics, die auf unseren Accounts, also ich glaube, es wurden schon einige verteilt. Ich weiß jetzt nicht, ob alle verteilt wurden, aber auf unseren verschiedenen Accounts. Also wenn ihr unter inspektren.eu Kanäle guckt, da findet ihr unsere ganzen Accounts und da wurden, glaube ich, schon Sharepics verteilt. Ja, genau. Auf Instagram wurde schon alles gepostet. Ich habe auf Twitter, ja, Facebook auch. Ich habe auf Twitter den Großteil gepostet. Der Rest kommt dann im Laufe des Abends nach dem Livestream noch. Ja, genau. Mhm. Könnt ihr alles gerne weiterteilen und oder kommentieren. Genau. Ja. Wollen wir zum nächsten Leitbegriff gehen, wenn wir da so dabei sind? Wir waren bei Feiern. Ja, wir waren bei Feiern. Ich finde Feiern super, weil manchmal, also ich meine, es ist wichtig, dass wir für Sichtbarkeit sorgen, dass wir Aufklärung machen, dass wir auch mal einen Stream machen heute, dass wir uns engagieren auch. Überschneidung zu Engagement vermutlich. Für
die Community, für das Spektrum, dafür, dass Menschen wissen, dass wir existieren und auch wissen, dass sie existieren oder dass es diese Begriffe gibt. Mhm. Aber genauso wichtig ist es, dass wir manchmal einfach auch unsere Erfolge feiern und auch einfach uns feiern und die Community feiern. Mhm. Und ja. Sonst überstressen wir uns noch. Mhm. Nicht nur das, ich meine, ja. Wie können wir das vielleicht machen? An dem einen Tag mal uns auf uns quasi unsere Communities konzentrieren und darauf, wie cool wir eigentlich sind, wenn an den restlichen Tagen des Jahres das Leben vielleicht nicht so leicht ist und wir viel erklären müssen, uns viel outen müssen und an dem Tag dann einfach einmal uns feiern dafür, was wir geschafft haben als Individuen oder als Community. Ja. Was man ja dann wieder mit der Solidarität verknüpfen kann, indem man zum Beispiel eben auf Leute verweisen kann, die halt irgendwas gerade erreicht haben, zum Beispiel ein neues Buch rausgebracht haben mit einem asexuellen Hauptplot, ne? So Sachen halt, ne? Also das ist ja eine Kombination aus beiden Leitmotiven eigentlich. Ne? Oder sich über eine neue Folge, eine neue lustige Folge von The Ace Couple freuen oder sowas. Weil die vorletzte war nicht so lustig. Aber ja. Yes. Wobei die vorletzte, also vorvorletzte, die hat in meinem Hirn den Kaiju Christ eingebrannt. Also. Warte, was war nochmal die vorletzte? Die vorvorletzte war. Ich glaube, damit die Leute. Wäre es ganz praktisch, wenn ihr auch sagt, was so das Thema und der Name der Folge ist. Also genau. Ja, drum habe ich ja gerade gefragt. Das Thema war ein Artikel, ein US-amerikanischer Zeitungsartikel von einem extrem christlichen Autor, der halt Sex als die größte Vereinigung, bla bla, zwischen Mann und Frau hochgejubelt hat. Also sie haben sich mit dem Artikel halt sehr kritisch auseinandergesetzt und der ist teilweise zum Fremdschämen, der Artikel selber. Und irgendwann kam eine sehr blumige Beschreibung dessen, was Sex halt ist, also heterosexueller, penetrativer Sex, dass das vergleichbar sei mit, also dass der Mann, ich bin jetzt bewusst binär, weil der Artikel halt so war. Willst du eine Content-Note machen davor vielleicht? Warum? Also, nein, weil es halt schon eine sehr fundamentalistische Sicht ist auf das Thema. Ich weiß es nicht. Was für eine Content-Note setzt man da? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Achso, ich wollte gerade sagen, Finn hat es doch gerade gemacht, also kannst du jetzt, glaube ich, erzählen. Okay, ja, schon. Sorry. jedenfalls das war übrigens vor vier Folgen. Jedenfalls wurde der. Nicht vor drei, weil man die heute nicht zählt. Jedenfalls wurde der männliche Part beim penetrativen Sex mit Jesus verglichen und der weibliche Part mit der Kirche. Und daraufhin meinte Royce: Oh mein Gott, ich habe gerade das Bild von Jesus als Kaiju im Kopf, also so was Godzilla-artiges. Und naja, den Rest könnt ihr euch denken. Also danke für das Kopfkino. Ich musste so lachen und ich habe das direkt an einen Bekannten von mir weitergeleitet, der halt riesiger Kaiju-Fan ist. Ich fand das auch sehr lustig beim Hören tatsächlich. Ja, also, weil man kann, obwohl ich man das kann Thema halt, nicht so lustig finde. Ja, das Thema an sich ist, also das Weltbild dahinter, hinter solchen Artikeln, ist nicht lustig. Aber man kann tatsächlich trotzdem irgendwie das so ins Absurde zeichnen, dass man sich dann wieder, dass man mit einem besten Galgenhumor da rangehen kann. Und das fand ich halt klasse. So, aber wir sind abgeschweift. Nee, passt schon. Folge feiern war es, glaube ich. Ja.
Ich möchte dazu sagen, ich feiere auch jedes Mal, wenn wir eine Folge rausbringen und vor allen Dingen, wenn wir mal einen Kommentar darauf bekommen. Ob positiv oder negativ, ich feiere jede Rückmeldung. jedes konstruktive Feedback. Shoutout an Lea. Ja, total, das stimmt. Und ich feiere gerade die ganzen niedlichen Figürchen auf dem Bild. Ja, da sollten wir vielleicht nochmal drüber reden. Werner, du bist so großartig. Ja, ich habe das Gefühl, ich renne hier einen Marathon gegen die Zeit. Also ich gebe mir wirklich Mühe, dass ich es noch schaffe in der geplanten Zeit. Aber ich komme gut voran, also es fehlt nicht mehr so viel. Sehr gut, dann halten wir dich mal besser nicht weiter auf. Auf jeden Fall sieht toll aus, Leute. Geht auf Twitch, guckt euch das an. Ich kann es nur empfehlen. Also für die, die jetzt nur hier im Discord sind. Okay. Aber ich glaube, die meisten sind auch auf Twitch. Ja. Lasst Melle einen Follow da. Ja. Das auch. gerne. So. also ich finde das gerade so faszinierend, weil jede kleine Figur auf jedem dieser Teppiche ganz individuell aussieht, ganz unterschiedliche Körperhaltungen hat. Also die eine sitzt da im Schneidersitz und liest ein Buch, die andere hält sich am hinteren Ende des Teppichs fest und hat sehr viel Spaß. es sind sogar zwei, die eine hält sich hinten am Teppich fest, die andere krallt sich vorne dran, die eine sitzt ganz bequem da, das ist jetzt gerade so eine Figur mit ziemlich langen Haaren. Und Rollkragen, Oberteil, ja. Und sie sind sehr divers, was Hautfarben und Frisuren und sonst was angeht. Das ist herrlich. Ziemlich cool, ja. Sehr gut. Na gut, jetzt halt mal Männer aber besser nicht weiter auf. Viel reinzubringen, so Richtung Character Design. Einfach sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Charakter, wo man auch als Betrachter was rein interpretieren kann in den Charakter selbst oder in die Person. Okay, dann mache ich mal weiter. Okay, da kommt auch was im Chat, ne? Bei Twitch, yes. Ja, richtig. Bei Twitch, Moment. Percy285. Mir fällt es immer schwer, mich zu solchen Themen mit irgendwelchen Labeln zu äußern oder mit einer Person mit einem Label darüber zu sprechen, weil ich niemanden verletzen will. Für mich ist die Person an sich wichtig und nicht das Label. By the way, ich bin auf dem Autismus-Spektrum. Das ist halt, also natürlich sollte in erster Linie erstmal die Person wichtig sein und wir sind ja, also die Label sind halt nur Teil von uns. Beschreibungen. Es sind Beschreibungen, richtig. Wie eine Person sie verwendet. Richtig, Beschreibungen von einem Teil unserer Geschichte, unserer Wahrnehmung, unseren Erfahrungen. Aber es gibt Leute, für die sind diese Label dann wichtiger, für andere weniger wichtig. Und was die Sorge angeht, andere zu verletzen, es kann immer passieren. Ich denke, das Wichtige ist, dass man nicht mit der Absicht reingeht, Leute zu verletzen. Und selbst, weil das kann man, das merkt man aber ab einem gewissen Punkt. Also als wenn ich jetzt dein Gegenüber wäre, Percy285, ich habe ein relativ gutes Gespür mittlerweile dafür, ob Leute das in böser Absicht sagen oder ob sie einfach nur gerade nicht die passenden Begriffe parat haben. Also und im Zweifelsfall kann man das ja irgendwie kommunikativ lösen. In den meisten Fällen braucht man sich da gar nicht so viele Sorgen zu machen. Tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich oft auch schwer natürlich zu wissen, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen. Also so einfach ist es dann oft leider nicht. Aber ich glaube, vielleicht funktioniert das als Faustregel, verbessert es mich, wenn es nicht stimmt. Aber ich glaube, Begriffe zu nutzen, die eine andere Person für sich nutzt, ist da, glaube ich, immer ganz gut und dann eben nicht zu nutzen, was eine solange eine Person etwas nicht für sich nutzt. Ja. Wenn eine Person sagt, es ist okay oder ich bezeichne mich selber so und das selber von sich sagt und dann kann ich meistens bei einem Label auch sagen, ja, die Person verwendet das Label
und kann das auch so sagen. Und sonst, wenn eine Person sagt, ja, das ist okay oder nicht, im Zweifelsfall würde ich sagen, einfach fragen. Mhm. Aber meistens, wenn eine Person einen Begriff für sich selbst nutzt, ist es okay, würde ich sagen. Und auch, ich kann es helfen, eine Person zu fragen, was genau sie unter diesem Label versteht, denke ich. Dann läuft man vielleicht auch weniger in Gefahr, da dann einen Fehler zu machen oder falsche Dinge anzunehmen oder so. Und ob es überhaupt wichtig ist, hängt natürlich dann davon ab, ob eine Person das für sich wichtig findet. Ja. Weil wenn es einer Person egal ist, dann wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein, über Label zu sprechen. Aber wenn eine Person sagt, ja, das Label ist halt für mich ein sehr wichtiger Teil von dem, wie ich mein Erleben beschreibe, dann... Also ich würde lieber einmal zu viel nachfragen als einmal zu wenig wahrscheinlich. Ja. Und eben die Begriffe benutzen, die Person selber für sich verwendet. Hm. Genau. Oh, da hat uns jemand Happy International Asexuality Day gewünscht. Uns alle. Jo, dir auch. Yay. Yay. Genau. Ja. Jetzt haben wir vom Ace Day geredet. Wollen wir noch über Engagement reden oder drücken wir uns da drum? Was? Wir engagieren uns ja, wir machen einen Podcast. Engagement. Und Mel engagiert sich gerade auf, wir dürfen bei Mel reden. So. Ah, oh, ja. Ich würde sagen, sich einsetzen auch. Ja. Vielleicht sich einsetzen ist vielleicht eine gute Beschreibung. Sag mal, habt ihr mir jetzt echt den Anfang bei 3 Begriffen überlassen? Ja, du machst das super. Nein. Du engagierst dich auch dafür, dass wir nicht viel denken müssen. Das finde ich gut. Ja, genau. Also, ihr hört, ich engagiere mich für den Inspektrum-Podcast und nehme hier ein paar Leute mit. Nein, die sind alle ganz toll und machen sehr viel. Nein, also ich denke, sich einsetzen ist da einfach auch richtig, richtig wichtig. Und das überschneidet sich natürlich auch mit der Bildungsarbeit und mit der Aufklärung. Aber es überschneidet sich, finde ich, auch mit der Solidarität. Und es überschneidet sich sogar mit dem Feiern, weil auch ein Raum geschaffen werden muss oder kann, dass wir feiern. Mhm. Und darum ist das für mich, also ich weiß nicht, wie das für andere Leute so ist, aber für mich ist es, glaube ich, am besten erklärt mit, dass das Engagement so ein bisschen auch ein Bereich ist, der in alle 3 anderen hineingreift. Und theoretisch auch, also und auch in den Yasmin Benoit noch reingebracht hat, in Diversity auch. Mhm. Weil das auch etwas ist, wofür wir uns in der Aceback-Community einsetzen können. Ja. In verschiedensten Bereichen. Ja. So. Ich hoffe, ich habe es zu eurer Zufriedenheit erledigt. Ja, so, du hast das wunderbar, du bist eingestellt. Und im Endeffekt könnte man ja sagen... Das stand zur Debatte. Ich glaube, der Fiebesversag ist besser, wenn ich jetzt nicht weiterrede. Also man könnte zusammenfassen, ohne Engagement funktionieren alle anderen Bereiche überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir auch noch zu Engagement sagen können, ist, dass das sehr unterschiedlich aussehen kann. Also ich würde unter Engagement teilweise auch schon sehen, wenn Asexualität irgendwie als Thema irgendwo aufkommt und sich dann eine Person, die vielleicht selbst nicht betroffen ist, dazu äußert. Also im Sinne von, bei mir ist das zum Beispiel, wenn in der Familie über irgendwas geredet wird, habe ich manchmal in der Situation selber nicht den Mut oder gerade die Energie, was dazu zu sagen. Und dann kommt aber meine Schwester und macht den Mund auf und sagt was dazu. Und da würde ich sagen, das ist auch Engagement. Das ist nichts, was
wie jetzt so ein Podcast, aber es ist genauso wichtig und ich würde es genauso darunter zählen. Also ob ihr jetzt einfach irgendwo eine Aussage richtig stellt oder, keine Ahnung, jetzt voll in den Aktivismus einsteigt und denkt, boah, Podcast finde ich voll cool, das ist alles sehr hilfreich und alles auf ja, seine eigene Weise sehr wichtig. Ja. Ihr könnt doch einfach nur mal Sharepics teilen oder mal ein Like unter irgendwas, was passt, runter mal packen. Auch das hilft schon. Einfach Sichtbarkeit geben. Ja. Auch das geht eben auch mit kleinen Schritten. Genau. Oder einfach auch Happy International Asexuality Day wünschen. Das ist auch super. Ja. Yes. Das feiern wir dann direkt. Ja. Und auch wichtig, ja. Es braucht sich niemand schuldig zu fühlen, weil das Engagement gerade oder dauerhaft nicht möglich ist. Weil nicht alle Leute haben ja die Ressourcen, also sowohl mental als auch finanziell, um das halt stemmen zu können. Also ihr müsst euch nicht irgendwie dazu zwingen, euch zu engagieren, wenn es euch zum Beispiel nicht gut geht. Also dann ist das halt nicht. Punkt. Genau. Erst auf euch aufpassen. Das ist wichtig. Ja, das ja, hilft genau, uns ja auch nicht, wenn... Oh, sorry. Ich wollte nur noch kurz dazu sagen. Es hilft uns ja auch nicht. Es hilft uns ja auch nicht, wenn ihr irgendwie über eure persönlichen Ressourcen geht. Wenn ihr auf euch achtet, vielleicht habt ihr später nochmal die Energie, irgendwie euch einzusetzen. Und wenn nicht, ist das auch okay, aber... Genau. Immer auf sich selbst achten. Aber Noah, du möchtest noch was sagen, glaube ich. Genau genommen, Risa auf Aspect John. Risa hat geschrieben, ich finde auch wichtig, dass es auch Hintergrundarbeit sein kann. Nicht alle Menschen stehen gerne im Spotlight, können aber vielleicht gut organisieren oder Podcast schneiden oder. Ja, hier können wir wieder die Werbeblock einbringen. Wir nehmen immer Unterstützung. ja, aber das stimmt tatsächlich. Oh, yeah. Es sind auch die Kleinigkeiten im Hintergrund, die du nicht unbedingt siehst, die so unglaublich wichtig sind. Genau. Vielleicht mal hier am Rande erwähnt, ich bin jetzt mal ganz fies. Melle unterstützt uns auch. Nicht nur mit dem Stream, sondern Melle schneidet auch ab und an Folgen für uns. Oh ja. Yes, yes. Ja. Und ich mache es auch ganz gerne, wenn ich die Zeit finde. Ja. Es wurde vorhin gefragt, was die Flagge sei, die da gerade gezeichnet wurde, aber ich glaube, also es bezog sich nicht auf die, die jetzt gerade sichtbar ist, also sondern die davor mit dem ja, lila, blau, grün, beige, also ganz unten links bei auf die Figur. Möchte jemand es verraten, was es war? Meint ihr vorne in der Ecke? Ganz unten. Das? Ja. Es ist in der Ecke. In der Ecke. Phil? Pfui. Ja, ich bin aus. Still. Es geht noch nicht vor. Ihr habt hier gerade, alle Streamleute haben gerade einen Teaser bekommen. Wofür sage ich nicht, ihr werdet es bald erfahren. Das ist die Aplatonik-Flagge. Es ist auf jeden Fall keine Folge zu geben. Genau, richtig. Demnächst wird eine Folge zur Aplatonik. Also nicht jetzt die nächste, aber eine der nächsten. Richtig. Ja. Ja. Also das ist... vielleicht kommt euch da dann wieder was bekannt vor. Finn hat ja quasi geteasert. So, jetzt reicht's aber. So. Ja, ihr hättet mich besser informieren müssen, wenn ihr gewollt hättet, dass das nicht passiert. Aber egal. Just saying. Egal. Also, genau. Da gab es noch einen Punkt, den ich sagen wollte. Genau, dann mache ich jetzt kurz noch wegen dem Support auch. Eine der Sachen, die so am unsichtbarsten sind, ist zum Beispiel das Untertitelteam, weil wir arbeiten eben auch dafür, Leute, die das Ganze jetzt eben nicht hören können, dass wir auch ab und zu Untertitel für manche Folgen haben. Wir sind aber leider nicht in der Lage, das jetzt irgendwie live zu tun, sobald die rauskommt, aber so. Bei manchen Folgen haben wir jetzt inzwischen eben auch Untertitel. Das heißt, man kann da die Folge eben auch nachlesen oder auch mal mit STRG F durchsuchen, wo was gesagt worden ist. Und ja, da
Fairfax auch wegen den Leuten selbst, weil sie es auch anonym machen wollen, findet man meistens aber eben auch nicht so. Das sieht man jetzt nicht so. Das ist so, glaube ich, das Unsichtbarste, was wir haben. Genau. Ja. Also wir haben auch Leute, es fängt jetzt gerade an, Leute zu sammeln, die auch auf Englisch übersetzen, dass man zumindest auf YouTube dann auch die englische Übersetzung dazu bekommen kann. Und auch ganz wichtig, was wir gerade am Aufbauen sind, Social Media Team. Im Moment machen wir das alle noch selber, aber wenn wir auch zusätzlich Sachen machen wollen, brauchen wir Leute, die da Bock drauf haben und die da uns unterstützen. Und da haben wir bis jetzt auch noch nicht viele Leute, die da Lust drauf haben. Also es gibt einiges. Wenn jemand sagt, er hat Bock, Zeit und Lust und würde im Hintergrund mitarbeiten wollen, immer Bescheid sagen. So Leute, ich muss aber so langsam auf die Zeit hinweisen. Ja, jetzt sind ja. wir soweit mit der Werbung durch. Ich wollte nochmal auf die Ace Week dann hinweisen. Mhm. Die dann Ende Oktober ist. Also wir haben jetzt über den International Ace Day geredet, über den Tag, Internationalen Tag der Asexualität, und die nächste Ace oder Asexualität Awareness Period ist dann die Ace Week. In der die letzte volle Oktoberwoche wäre das. Mhm. Und irgendein Programm werden wir das sicher auch wieder haben, oder? Mit Sicherheit. Stimmt. Vielleicht machen wir eine Live-Folge oder so. Mal gucken. Also, was wir vielleicht auch sagen können, wenn das hier gefällt, können wir auch sowas gerne nochmal machen, wenn Melle nochmal Lust hat, ein Bild zu zeichnen und ihr nochmal Lust habt, uns quatschen zu hören währenddessen. Sehr gern. Wäre auch möglich. Müssen wir mal schauen. Also ich bin gern wieder dabei. Wenn du uns ertragen kannst. Da entsteht so gerade egosexuelle Flagge. Yes. Ja, die ist sehr schwer gewesen gerade. Ja, das haben wir gemerkt. Also, die, die es nicht sehen, die aegosexuelle Flagge, also besteht im, also erstmal so im Hintergrund aus der asexuellen Flagge, also mit diesen vier Querstreifen, schwarz, grau, weiß und lila. Und da liegt, also die ist dann teilweise überschnitten von einem Dreieck, das dann quasi die Farben in genau der umgekehrten Reihenfolge beinhaltet. Also dann ist quasi die Spitze schwarz und dann baut sie es auf von grau, weiß, lila. Mhm. Also das ist, die ist schwierig gerade. Aber es hat ja, also definitiv. Genau. Melle ist auch fast fertig. Also Finn? Ja. Ja, ich wollte sagen, wenn wir da gerade dabei sind, sollten wir vielleicht noch ganz kurz aegosexuell erklären. Ja, genau. Wer macht's? Soll ich gerade, oder? Ja, mach ruhig. Du kannst. Okay. Also das ist auch, wie gesagt, ein Begriff aus dem asexuellen Spektrum und bezeichnet halt Menschen, die, die halt im Endeffekt... verdammt, ich hab den Begriff, ich kann jetzt doch nie wieder nicht parat. Ich hatte es eben noch irgendwie, dass ich es weiß. Menschen, die sexuelle Fantasien haben und gegebenenfalls auch masturbieren, aber keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinden, und sie sind in der Regel von ihrem, also auch so ein bisschen losgelöst von dem, also es ist, wenn sie Fantasien haben, ist das eher so, sich selbst nicht mit einschließend. Also eher so dritte Person Perspektive. Also so nach dem Motto, als würde man einen Film gucken, im Endeffekt. Ja, beziehungsweise auch Menschen, die mitunter sexuelle Materialien, also Sexual Media mögen, wie, keine Ahnung, Erotikromane, Pornos, etc. Aber eben auf dem asexuellen Spektrum sind. Ja, genau. So, Noah mit der Stoppuhr kommt jetzt mal so langsam. müssen. Also, es ist jetzt so, es war jetzt abgesehen, dass wir bis ummachen. Von mir aus können wir noch bis 10 nach. Aber dann müssen wir wirklich den Stream beenden, weil wir sitzen ja gerade hier auf Aceback Germ
Und es gibt noch einen Quizabend, der findet in irgendeinem anderen Channel statt, den ich gerade nicht weiß. Darauf wollten wir noch hinweisen. Und wir selber von Aceback Germ, ich weiß nicht, ob Melle sich anschließen möchte, wir haben beschlossen, wir setzen uns noch in einem anderen Channel und dann können wir für die Leute, die auf Aceback Germ sind, wir können ja vielleicht nochmal irgendwie den Link posten bei Twitch, reinsetzen und einfach so quatschen, aber ohne Aufnahme, ohne Stream. Vielleicht mag Melle noch weiterzeichnen. Melle hat es ja auch echt fast geschafft. Mhm. Aber dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen, also später 10 nach würde ich beenden, weil 15 nach beginnt dann der ja. Ja, ich wollte noch einmal vor Schluss noch den letzten Kommentar von Pekkawiss vorlesen, weil das ist ein ganz, ganz toller Kommentar. Ich bedanke mich an dieser Stelle für den bisher tollen Stream. Ich finde euch alle ganz spitze, habe auch etwas gelernt, obwohl ich nicht wirklich mit der Erwartung hergekommen bin zu lernen. Leider muss ich mich verabschieden, da ich nun 2 Stunden hier war und langsam Abend essen sollte. Viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, es schmeckt. Ich weiß nicht, ob Pekkawiss das jetzt noch gehört hat. Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil Pekkawiss noch nicht mal meine Discord-Nachricht gelesen hat. Also ist Pekkawiss. Ja, es steht auch nicht mehr in der Users. Ja. Genau. Aber ich wollte euch dieses Lob nicht vorenthalten. Ja, das ist auch schön. Ja. Ach ja, es steht übrigens Quizabend im Café und Chillout im Kaminzimmer. Also wir sind nachher im Kaminzimmer in dem Sprachchannel und der Quizabend findet im Sprachchannel Café statt für die Leute, die mögen. Mhm. Genau. Genau. Und ich glaube, hinterher kommen dann die Leute zum Hangout auch nochmal ins Kaminzimmer, wenn ihr Lust habt. Also wenn ihr Bock habt, kommt auf Aceback Germ, quasselt mit uns. Genau. Lassen wir den Ace Day ausklingen. Ja. Oder eigentlich erst starten. Ja. Oder so. Genau. Ich sag gleich, ich werde da mal kurz gehen müssen, weil irgendwie bei mir spinnt die Technik immer nach den lustigen Stages, auf denen wir uns gerade befinden, aber ich bin dann auch gleich wieder da. Hm. Genau. Na gut. Da fehlt noch eine Flagge. Dann ist es ja auch gleich soweit. Es fehlt noch eine Flagge. Die Flagge, das schaffen, das warten wir jetzt noch. Oder wenn es nur noch diese eine ist. Sind es noch 5 Flaggen? Okay, egal, dann zeichnest du das halt nebenbei noch fertig oder sowas. Ich kann das im Nachgang noch fertig machen. Das Bild landet ja dann sowieso auf meinen Social Media, auf euren Social Media, genau wie der Stream, der auf YouTube landet. Und dann mache ich mal das Ende jetzt hier. Also ich bedanke mich an alle, die reingeschaut haben, die zugeschaut haben, die kommentiert haben. Also einfach alle, die mit dabei waren. Und auch nochmal persönlich danke für die Follows. Genau, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr konntet was lernen und dann würde ich mich an der Stelle verabschieden. Ihr habt ja gerade schon gehört, wie es noch weitergehen kann heute. Und genau, dann danke und das war's mit dem Stream. Ja. Tschüss. Wenn euch der Stream gefallen hat, dann gebt uns Feedback, dann gibt es vielleicht mal wieder einen. Genau, gerne Feedback da lassen. Okay, das war's jetzt aber. Danke, macht's gut. Tschüss. Ciao.